Grüezi miteinander und herzlich willkommen zurück zu meinem Channel. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe euch vermisst. Ich hoffe, ihr mich auch. Wenn ihr mich vermisst habt, dann klickt unbedingt den Subscribe-Button hier auf YouTube und wenn nicht, macht es trotzdem. Ich bin heute hier mit Honda unterwegs und habe richtig, richtig coole 24 Stunden vor mir. Ich habe mir erlaubt, den Honda mal zu klauen, den CRV, und bin ins absolute Nichts gefahren, obwohl ich glaube, hier fahren sie Ski. Anyway, richtig cool, es macht Spaß. Ich wollte eigentlich ein cooles Intro shooten. Bin jetzt ungefähr 20 Minuten mit dem Auto gefahren und es ist schon dreckig. Bravo Carla! Ich springe jetzt wieder zurück, denn es ist kalt und ich habe viel zu wenig an. Ich fahre jetzt gerade die kurvigen Straßen von Châteaudun hoch zu unserer ersten Station mit Honda heute. Und das erste, was mir auffällt, wenn ich in diesem Auto fahre, ist, dass dieser Honda CRV definitiv nicht mehr in die Kompaktklasse gehört. Was aber nichts Negatives ist, dieses Auto ist unglaublich geräumig. Es hat so viel Platz. Was natürlich auch dazu gehört, wenn die Größe sich verändert, ist meistens auch das Gewicht. Und das muss ich echt sagen, spürt man sehr bei diesem CRV, dass er kein Federgewicht ist. Nichtsdestotrotz schafft es der Antrieb, der ja sehr speziell ist bei diesem CRV, mich hier ziemlich problemlos durch diese kurvigen Straßen zu bringen. Um auf diesen speziellen Antrieb zurückzukommen, dieser CRV Hybrid wird mit einem Benziner, mit einem Elektro- und mit einem Hybridmotor angetrieben. Und das Ganze in einer so komplexen Art und Weise, dass ich gar nicht weiß, wie ich das am einfachsten erklären soll. Aber ich glaube, ich kann es zusammenfassen in dem Sinne, dass ich sage, Honda hat es sich zum Ziel genommen, herauszufinden, in welchem Moment welcher Motor der wirksamste ist und der sparsamste ist. Für mich gab es ja jetzt eine kleine Autopause und ich freue mich riesig, wieder für euch am Filmen zu sein. Ich habe es richtig vermisst. Es ist auch wunderbar, mit Honda unterwegs zu sein, weil sie sich für diesen Anlass was richtig Cooles überlegt haben. Dazu komme ich aber später noch und werde euch das natürlich alles zeigen, was ich hier erlebe. So, jetzt sind wir hier bei unserer ersten Station angekommen und zwar hat hier ein TCS-Gelände, auf dem wir ganz kurz den CRV ausprobieren können. Bisschen Slalom, bisschen rumrutschen, ein bisschen wild tun auf dem Schnee. Ich versuche hier gerade so ein bisschen zu provozieren, dass das Heck ausbricht von diesem Auto, was gar nicht so einfach ist, weil er macht echt vieles für einen. Also er korrigiert extrem gut aus und er lässt diesen Spaß gar nicht zu. Obwohl ich den Sportmodus drin habe, es ist natürlich auch ein riesiges Auto und sie haben hier relativ enge Wendungen eingezeichnet, was für einen Pro kein Problem ist, aber ich bin noch kein Pro und von daher braucht das Ganze noch ein bisschen Übung, aber Spaß macht's, mir ist gleich schlecht, wir fahren hier immer in dieselbe Richtung, aber es ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ah, ich fühle mich wie ein Dreijähriger. Grüezi. Grüezi, grüezi. Auf der Base. Auf der Base, gib mir das. Muss man sich anschnauen, nicht, oder? Ist das eine ernste Frage? Kinder, ich bin hier die einzige Frau mit 1, 2, 3, ungefähr 7, 8, 9 Typen. Die sind nicht ganz geschüsselt. Ich sag's euch, die haben immer noch alle Tassen im Schrank. Das ist wie im Bubenhof da. Jetzt, wo ich auf dieser wunderschönen Strecke auf dem Weg zurück bin zum Hotel, kann ich mich auch so ein bisschen mal an das Sitzgefühl gewöhnen. Alles in diesem Honda wirkt an und für sich sehr hochwertig. Wenn man es dann jedoch anfasst, merkt man, dass gewisse Dinge, dieses Geräusch,
nicht mein Lieblingsgeräusch. Das Einzige, was mir wirklich nicht so gefällt, ist hier dieser Holzlook, der gar kein Holz ist. Die Sitze sind bequem. Ich habe ein bisschen... Oh nein, what did I do? Oh no. No. Jetzt habe ich diese blöde Kopfleiste hier verstellen wollen. Oh, ich kriege es nicht mehr zurück. Jetzt muss ich anhalten. Oh, kombinieren wir das jetzt halt eben mal schnell. Au. Mann, wieso muss mir immer wehtun? Aber das stört mich bös. Mann, das macht für mich einfach keinen Sinn. Also, Sitzposition, sitzbequem, alles drum und dran, hat jeden Luxus, den man sich wünschen kann, Sitzheizung, elektrisch verstellbar und so weiter und so fort. Aber, das ist mir ein Rätsel, ich verstehe das nicht bei diesen, wenn man das konzipiert. Oh, jetzt habe ich das schon wieder gemacht. So, das ist, ja, egal. Aber abgesehen davon finde ich die Sitze echt cool und... Wer weiß, vielleicht liegt sie auch an mir. Ich krieg es einfach nicht hin. Morgen zum zweiten Miteinander. Tag 2 hat angefangen. Ich bin ein bisschen auf der Schnauze. Aber was ich mache, wenn ich ein bisschen müde bin und in Stimmung kommen muss, ist definitiv richtig, richtig laut Musik hören. Weitergehen. Jetzt, wo ich auf dem direkten Weg bin zu Punkt A, wo der ganze Anlass gestern angefangen hat, habe ich noch ein ganz kleines bisschen Zeit, um euch noch ein paar Details zu diesem Auto zu erzählen, auch wenn die meisten wahrscheinlich schon die Zahlen zu diesem Auto kennen. Dieser Honda CR-V Hybrid fährt mit 189 PS durch die Welt. Er schiebt 1800 Kilogramm mit sich. Was wie schon gesagt richtig viel ist, was man auch spürt, vor allem zum Anfang, wenn man noch nicht so an das Auto gewöhnt ist. Und der Honda CR-V Hybrid hat anscheinend in Topform einen Verbrauch von bis zu 5,5 Liter oder sowas ähnliches. Also Honda behauptet, dass der Verbrauch von diesem Auto richtig, richtig tief sein kann. Dieses Modell ist für knapp 50.000 Franken mit 4-Wheel-Drive erhältlich. Wenn ich mir jetzt bei diesem Auto überlegen soll, für wen dieser SUV am besten geeignet wäre, fällt mir diese Aufgabe ziemlich schwer. Denn einerseits ist er zu groß, um in der Stadt regelmäßig gebraucht zu werden. Andererseits ist es ja auch so ein bisschen die Idee mit Elektro und Hybrid, vor allem jetzt gerade noch, dass man diese auf kürzere Strecken in dem Alltag einbauen kann. Ich glaube, dass wenn man ein bisschen außerhalb von der Stadt zum Beispiel wohnt und täglich seine 20, 30, 40 Minuten Auto fahren muss, ist dieses Auto auf jeden Fall top geeignet. Ich finde, er macht Spaß. Mir gefällt das Bullige. Ich mag das. Und ich glaube, dass jeder SUV-Fan definitiv Gefallen finden würde an diesem Auto. So, jetzt bin ich bei diesem Punkt A wieder angekommen und ich bin die Erste. Rennfahrerblut. So, ich
verabschiede mich jetzt von den schönen Autos, die wir fahren durften. Denn jetzt kommt das, wovon ich seit gestern schon rede. Doch leider ist das Wetter ziemlich kacke. Und ich habe sogar die Kapuze oben, weil es sogar ein bisschen tröpfelt. Was heißt, es könnte sein, dass das Ganze noch ins Wasser fällt, was richtig, richtig schade wäre. Aber wir gucken jetzt mal, wie es so aussieht. Wir haben bis mittags noch Zeit. Wir hoffen, dass das Ganze sich noch verzieht, dass es keinen Wind hat. Und dann schauen wir mal, ob das stattfindet.